Miles Morales mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, ich habe ein bisschen geschimpft, vor allen Dingen bei dieser Mission hier. Ich hasse diese Missionen, diese. Aber ich schaffe sie dann immer auf unglaublich, also höchste Punktzahl. So wie diese hier natürlich nicht. Guckt mal da. Aber da habe ich... Mir reicht das eigentlich so, wie ich es hier habe. Ich muss da nicht mehr haben. Nein. Ah, hier ist noch ordentlich zu tun. Da ist noch so eine. Da ist noch so eine prügelige. Das hat gedauert. Meine Fresse. Aber man kriegt da gute Belohnung. Und ja. Ich nehme einen Hustenbönger. So. Ich habe auch ein bisschen mich verändert. Ich habe einen anderen Anzug an. Ach so, wir können ja auch mal was... Das habe ich ausgewählt. Okay. Wir können ja vielleicht auch hier mal... Die sind gar nicht mal so schlecht. Diese Bomben. Das habe ich noch nicht. Die Holodrohne. Das habe ich schon. Okay. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 13. Da können wir da noch was mit anfangen. Ja. Das Einspinnen eines venumgeschockten Gegners am Boden oder an der Wand verwandelt ihn in eine Netzbombe, die beim Explodieren nahe Gegner einspinnt. Oh, ja. Schön. So, jetzt ist aber Schluss. Und wir haben... Ja, ich habe ja auch noch Dinge gesammelt. Ja, das sind ja hier die... Das sind die Sachen, die man denn da so... kriegt. Alt. Moves-Liste? Nein. Wo war denn das? Ach, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist jetzt auch egal. Ich will weiterspielen. Ja, die Truhe wollte ich. Jetzt sind wir hier gelandet. Ich mache die Truhe mal wieder weg. Ja, sind nicht mehr so viele, ne? Da. Ich lenke mich wieder ab. Schnellreisen haben wir jetzt auch. Ach, hier kann man... wo waren das? Nee, Geräte. Hier kann man noch Funktionen freischalten. Ach so, bei den Fertigkeiten wollte ich zeigen. Wir haben jetzt hier so einen Zweig. Der nächste Punkt geht da rein. Ich werde mich hier um diese Fähigkeit... Das ist mehr mein Spielstil. Also ich spiele das nicht. Zu erregen. So, und jetzt bin ich hier reingetappt. Wir gucken mal. Finde einen Weg in die Werkstatt. Vielleicht steht ja ein Fenster offen. Ja. Leider ist das alles nicht immer ganz so genau hier mit der Steuerung. Man visiert das an und er springt dann woanders hin. Man visiert einen Gegner an und er nimmt sich einen anderen. Aber ich bin jetzt ruhig. Ich will das nicht alles verquatschen. Was Hallo? War das hier mal? Mann, ist das ein Staub hier. Hier war lange keiner mehr. Drehen wir uns erstmal um. Dieser Anzug hat übrigens ein paar Vorteile. Ich zeige das nochmal kurz. Oder einen Vorteil. Warte mal, da. Hier, zumindest steht da ausgerüstet. Achso, Dreckanzug. Hier nicht. Hier, Schalte Tarnung früher aus, um einen Teil der ungenutzten Tarnenergie deiner Venomkraft zu führen. Sowas geht auch. Der ist aber gesperrt. Man hatte hier eine andere... Dreckanzug, Das wird mir jetzt aber hier nicht mehr angezeigt, ne? Warum ist das hier? Keine Ahnung. Ich lasse ihn mal denn. So. Wir hatten hier was gesehen. Das ist aber nicht hier. Ich soll nach Hinweisen suchen. Es geht noch weiter. Was ist das? Ricks Lehrbücher. Er hat abends gelernt, damit er über Tag den Laden weiterführen konnte. Er war nicht aufzuhalten. Dann gehen wir mal ganz langsam. Halt, hier war wieder was da. 3 Mason-Generationen haben diesen Laden geführt. Rick wollte ihn nach dem Tod ihrer Eltern verkaufen. Ich glaube, Finn hat ihm das ausgeredet. Finn. Deswegen Finn und ich haben hier im Sommer mit Rick Gitarren repariert. Es gab nichts, was er nicht wieder hinkriegte. Das war ein toller Laden. Gesagt war. Er hat alles verkauft hier, ne? Musik. Anlagen, das war ein Funkgerät. Poster, alles was irgendwie elektrisch war. War wahrscheinlich seins. Hier wurde seit mindestens 6 Monaten nichts mehr angerührt. Da muss noch mehr sein.
Hier ist ja noch Licht an. Roxxon-ID von Ella Sterling. Aha. Aber das ist ein Foto von Finn. Finn hatte einen Partner für einen Einbruch bei Roxxon. Ella passt sehr gut zu dir, aber diese Haare, wie wär's mit einem Hut? Ansehen. Da, was ist das? Untersuchen? Das Team, das Nuform entwickelt hat, wurde krank. Und Rick war der Projektleiter? Mhm. Das war's hier wohl, ne? Alles richtig gemacht. Bis jetzt klappt das hier mit meiner Aufnehmerei. Da kommen wir wieder raus. Eine Spritze. Irgendwelche Medikamente. GCSF. Zur Behandlung von Knochenmarkzerfall. Wem gehören die? Oh oh. Das wurde erst kürzlich zugemauert. Max, wa. Hab ich jetzt hier alles? Ich bin mir nicht so sicher. Kann man das hier irgendwo sehen? Nee. Gesamtfortschritt, ja, toll. Ach, da, ich könnte mal speichern, ja. Letztes Mal habe ich gespeichert, als ich da nicht wegkam. Hä? Irgendwie muss ich da doch durchkommen. Aha. Okay, das ist ein Geheimraum. Videodatei von vor 6 Monaten. Ich mache einen Test-Upload. Mein Team wird krank. Und Krieger tut so, als wäre es nicht das Nuform. Wir müssen es heute tun. Lass mich. Sind wir denn bereit? Müssen wir wohl. Die Arbeit in Harlem hat begonnen, vor ihrem Zeitplan. Er vergiftet die Stadt aus Profitgier. Sie drücken aufs Tempo. Ignorieren Sicherheitsberichte. Sie dürfen meine Forschung nicht pervertieren, Finn. Okay, zuerst geht es um den Kern, dann löschen wir die Daten. Und Sie können sicher nicht einfach nachproduzieren? Nein, nicht wenn wir den Ersatzvorrat in Jersey auch vernichten. Ohne mich haben Sie keinen Plan, wie Nuform funktioniert. Das Projekt ist dann gestorben. Ich nehme alles auf. Wenn was schief geht, gehen die Videos direkt an den Bugle. Perfekt. Bereit, New York zu retten? Bereit. Da ist noch ein Video. Verdammt! Keine Uploads! Das Handy war wohl kaputt. Das hier ist nicht umsonst gewesen.
Ich verspreche es, Rick. Irgendwas, was ist denn da passiert? Sie wollten das nur vom Projekt stoppen, aber irgendwas ging schief. Der letzte Standort ihres Handys. Wenn ich es aufspüre... Okay, stell dir vor. Beruhigt haben, kann ich von oben angreifen. Lass mich nicht in den Computer! Ich muss erstmal weg. Wir sind in der Überzeit. Ich muss einen stillen Alarm ausgelöst haben. Oben vielleicht? Das ist überall Gefahr! Komm, die sind alle gegenseitig. Oh. Und fällst du nicht auf, Spidey! Bin weg! Schnell! Dann sieht wieder Tania. Die sind immer noch in der Alarmbereitschaft. Ich lass sie kurz entspannen und dann hole ich sie mir. Ich brauche unbedingt einen Punkt, wenn ich das jetzt mache. Und das ist ja dann geschafft. Denn kann ich da wieder auf mein Schild? Das geht auch. So. Ja, man müsste so an die Wand, so eine Wandpunkte haben. Dass man kann ja auch an der Wand kleben. Gucken nie hoch, glaube ich. Nie machen sie das. Aber da steht immer Gefahr. Immer. Mann, du sollst da hoch! Endlich! Scheiße! Das war ja schon wieder bereit. Das wollte ich doch nicht. Da ist einer. Guck mal, der. Der ist gut. Das werden ja immer mehr. Es werden mehr? Oh, nun geh doch. Tatsächlich. Jetzt wäre ich gern da. Ich riskiere es mal. Oh. Serge, hast du die Umgebung gecheckt? Sorry. Bitte komm, Serge. Sieht mal jemand nach? Ich mach das. Serge ist weg.
Das sind drei. Ich tu's nicht. Spawn! Ich will da drüben hin. Da. Leute? Spider-Man, ganz bestimmt. Verschwinde, Spider-Man! Das war's. Aha, da kannst du hüpfen, wie du willst. Du Hüpfer. Alles wieder aufgeladen. Oh, gut. Alle sind so nett während der Feiertage. Liebe das. Wie viele sind denn da noch? Nur noch diese beiden? Tatsächlich. Ich muss sie aber beseitigen. Das habe ich hier zur Auswahl, ne? Ja! Nein! Ich bin runtergeplumpst fast. War da noch ein dritter? Warte mal, ich kann ja mal scannen. Nein, da ist aber was Gelbes. Halt, ich wollte den hier nehmen. Kann ich ja mal ein bisschen Spaß machen. Wenn ich Finns Handy finde, erfahre ich vielleicht, was Rick zugestoßen ist und warum sie Tinkerer wurde. Da, die Position. Ich sollte wohl besser Genki informieren. Hey, hast du was in Finns Werkstatt gefunden? Ja, ich weiß, warum sie das alles tut. Ihrem Bruder ist was zugestoßen, was echt übel ist. Oh Mann! Rick hat für Roxxon gearbeitet. Er war für die Nuform-Forschung zuständig. Wow! Und das Nuform hat ihn anscheinend krank gemacht. Simon Krieger erzählt überall, wie sicher es ist. Er lügt. Finn und ihr Bruder wollten den Reaktorprototyp abschalten und die Weiterentwicklung verhindern. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Finn hat alles mit ihrem Handy aufgenommen, aber ist dann im Labor verloren. Ich will es gerade holen. Hör zu, ich bin hier. Ruf an, wenn du mich brauchst. Mach ich. So, wir gucken erstmal, wo wir sind. Da ist ein Verbrechen. Verbrechen lohnen sich nicht. Das werdet ihr jetzt gleich merken. Wo sind die denn? Ist das schon wieder vorbei? Ah, nein. Es ist in diese Richtung. Wo ist es denn? Es gibt Neuigkeiten, Freunde. Das Asyl Peace Nord in Harlem schließt seine Tore. Warum, ist nicht ganz klar. Aber es soll aufgrund eines Wasserschadens unbewohnbar sein. Wenn ihr Geld spenden könnt oder Zeit, Decken, Nahrungsmittel, würdet ihr den Menschen in Not geraten. Hä? Ich bin verwirrt. Der Underground, wie versprochen.
ist diese, wie sagt man, Angst vor dem Unbekannten? Werbetafeln? Ist euch das nicht zu billig? Oh ja, Mann! Genau solche Aufmerksamkeit meine ich! Scheiße! Mensch, ich drück doch auf den Führerschein, dann muss das hier hin. Ist hier noch irgendwo einer? Bonusziele? Hä? Ich habe keinen Gegner lautlos ausgeschaltet. Ja, das ist mir jetzt egal. War das jetzt alles oder nicht? Ach da! Bin doch schon dabei. Das war's. Genki sollte sich mal um einen Underground-Werbeblocker kümmern. Ich wollte auch sagen, wir haben jetzt einen Punkt. Jetzt wird hier aber erstmal. Oh, haben wir hier? Da haben wir noch nicht so viele. Ja, ich muss jetzt wieder. Hier, was ist da? Ah, hier der Dings. Ja, Stufe 9. Schön, wunderbar. Ist auch noch eine Underground-Kiste. Neuer Anzug? Gefällt mir echt. Warum? Hä, hey, was ist das für ein Quatsch? Ihr seht das, ne? Das hat eben ganz komisch funktioniert. Ja, kann ich brauchen. Hör doch! Auf ihn! Oh, so läuft das! Okay. Den anderen. Du bist erledigt! Mach uns fertig! Das war der letzte. Okay, genug Heldenverehrung für heute. Ja, tschüss. Mach's gut. War nett. So, das haben wir auch erledigt. Wir müssen da hinten hin. Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit. Ich werde mir jetzt diesen Scheiß hier antun. Entschuldigung. Aber ich sammle die Dinge natürlich. Ich sammle immer gern. Den muss ich auch noch machen. Da oben ist noch einer. Oha, da oben ist noch einer. Den habe ich auch noch nicht, ne? Da sind Nebenmissionen. Okay. 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 Ich zeige euch mal, wie schnell eine Schnellreise ist. Das ist wirklich eine Schnellreise. Das nenne ich mal eine Schnellreise. Aber in der PS5 ist ja auch eine SSD verbaut. Soweit ich weiß, eine 1 Terabyte. Mein preis-leistungstechnisch, Sony kann da kein Geld dran verdienen. An den Konsolen selber. Kann mir keiner sagen, glaube ich nicht. Hey Genki, ich muss dir was gestehen. Eine Spinne hat dich gebissen und dir Kräfte verliehen? Nein, also, ja, aber... Okay, als du geschlafen hast, habe ich Speed Nonagon gespielt. Die Version, die ich dir letztens geschickt habe, oder... Auf deinem Laptop. Alter, das ist noch nicht fertig. Das reinste Chaos. Ich fand's cool. Besonders den Teil mit den wachsenden Dodekaedern. Du warst im dritten Level? Ja. Wieso, habe ich dann Highscore geknackt?
Nein, das sollte gar nicht gehen. Den Level habe ich gelöscht, weil er alles kaputt gemacht hat. Oh. Ich muss was testen. Bye. Ja, ach guck mal, hier sind noch ganz viele Sachen. Also ich werde jetzt dahin reisen, ich werde mich jetzt damit befassen. Und vielleicht machen wir auch diese Nebenmission. Hier sind ja noch zwei Aktivitäten, Räuber in lokalen Geschäften. Ja, ich denke mal, da sollten wir mal hingucken, ne? So, ja, schnell reisen, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.